Boom! What's up, my people? It's your boy, Mejor The Flyers. Ihr wisst, wir sind back mit einer neuen Reaction. Ich bin nicht süchtig vom InScope 21. Ja, wir sind back mit einer InScope-Reaction. InScope macht geile Content. Shit is funny. Yeah, back at it again. With my nigga Ron, you know? Der Ron ist ein Heavy Surfer, Tornado King. Und ja, wir spielen gerade dieses Video. Ihr Lieben. 13 Uhr morgens in L.A. Ah, was? Sie sind immer noch in L.A., Alter. Shit. Ich wollte auch mal auf L.A., Alter. Das ist crazy. Ich habe einfach gehört, die Leute dort sind so richtig abgehoben und so voll High Society, niggas. Und, yeah, und Taxes, yeah. Du zahlst viel Steuern dort. You are. Ronison Bilecki, Ihr Ansprechpartner, wenn es um den richtigen Umgang mit Alkohol und Spielsucht geht. Schmecken die Lucky Charms? Tatsächlich nicht. Ist kalt. Würdest du sagen, ich bin außer Form gekommen? God damn, you ain't gotta show us that shit, nigga. What the fuck? We don't wanna see all the niggas naked like that. Ihr warm? Yeah, dude. Ja, also, meine Knie sind warm. Irgendwie. Aus der Düse. Die sind draußen. Ola Kala, Jackendrop. Ola Kala. Ich habe persönlich ich hab noch nichts von dort bestellt. Ich habe auch noch nie jemanden gesehen mit dem Shit. Ich denke aber, es könnte schon nice sein. Ich glaube, die Qualität ist sicher gut. Aber it's not for me. It's not for me. Oh, we see right here. We see the liquor, you know. Ciroc. Oh, shit. Die liebe Ciroc, dein Vater, because I see three Ciroc bottles in this bitch. You feel me? Oh, we got a Hennessy in the back. Yeah. Du liegst da scheiße. Ich kann nicht. Oh. Yo. Warum riecht der das so scheiße? Ja. Ihr. Yo. Was ist das? Ich auf dem Stuhl guckt. Ich glaube, das riecht auch noch scheiße. Ich glaube, der riecht nach scheiße, weil du da drauf saßt. Ja, hast du eine weiße Boxershorts? Denkst du, ich bin die Hose geschissen? Ich riech das. Aber Moment, riech doch mal am Knie. Weil der Stoff, wenn es. Riecht es da genauso? Nein. Wie kamst du doch auf den Tisch? Wie hast du es gemerkt? Digga, der Geruch ist richtig hochgezogen. Ja. Bist du jetzt echt duschen gegangen? Das ist so schlimm. Digga, es kann nicht sein, dass ich nach Scheiße rieche. Das ist so die Gipfel. Ey, Digga, Mev einfach. Dunkin' Donuts, God, that shit is so nice. Aber so teuer in Zürich, man, ich schwöre, ich gehe eigentlich wirklich nie, because that shit is expensive as shit. Man. Dienstreise hier, er ist absolut im Wonderland. Nico, wir müssen jetzt ein Placement drehen. Komm mit. Komm mit. Oh, der Display, jeder YouTuber hat einfach Placement von denen. Das sind die, wo... Wo du kannst so Poster an die Wand hängen und so. Seht ihr das Bild? Längst im ersten Mal geil, oder? Ja, es sieht schön aus. Siehst du Magnete? Siehst du Klebeflächen? Nee. Schmutz, komm mit. Magnete, Klebeflächen? Nee. Schmutz. Dein Display, was muss ich überhaupt sagen? Schnauze! Willst du in der Vergangenheit schon kennen? Bekommt ihr, ich habe so ein Script bei Placements, Alter. Nämlich wirklich Wunder, weil Bar machen immer so ein bisschen Freestyle, machen auch so Placement-Werbung. Aber ein paar sind dann schon so gescriptet, also was ist da so eher so... Wie geht man da eher so um? I don't know. Jedem Display pflanzt ihr einen Baum. Schreib in den Comments, bei jedem Einkauf über meinen Link in der Beschreibung... Bei jedem Link... Bei jedem Einkauf über meinen Link in der Beschreibung 29% Rabatt. Wer da nicht zuschlägt, ist entweder dumm oder... Super dumm. Milliardär. Wie funktioniert Display? Erst zwirbelt man mit voller Geschwindigkeit das Klebeerlebnis direkt auf die Wand mit den braunen Flächen. Direkt danach kommt das Magneterlebnis ins Spiel. Ihr klebt die Flächen auf die Flächen. Wer das nicht hinkriegt, ist wirklich sehr, sehr intelligent. Und zu guter Letzt kommt dann das Erlebnis.
alles klar. Wow. Das ist mich hier gerade nötig, direkt nach dem Aufstehen zu drehen. Finde ich wirklich mega geil. Schlag jetzt mit Display zu. Display, beste Firma, meine allergeilsten. Ich werde jetzt erstmal einen sonnigen Tag in L.A. genießen. Oder auch nicht. Ja, Marco hat uns gerade hier freudig erzählt, dass er heute schon wieder eine neue Uhr gekauft hat. Das ist unglaublich. Mach bitte ein bisschen ruhiger jetzt. Ne? Hey, also, wie viele Uhren willst du denn noch kaufen? Ich verstehe nicht. Kannst du immer nur eine tragen? Finde ich ein bisschen, naja. Ich finde es wirklich sehr... Ron ist auch wieder mit von der Partie. Ich bin mit in der Partie. Ist mit in der Partie. In der Partie. Der Ron muss einfach immer rum sein, wenn der Ron nicht rum ist. The Vlog is ass, you know? Die ist mit in dir. Letzte Party beginnen. Okay, guys, let's go. Okay, guys, let's go. Okay, guys, let's go. Ich sag mal so, vor so einer Woche hat Ron mir gesagt, er will mit Rauchen aufhören. Erstmal Zigarette der Schnure. Ey, der Himmel kommt übelst fresh mit den Wolken. Zieh das mal rein, wie geil das aussieht. Wow. Oh, the train is here. Got I drive? Oh, sorry. Can you drift? Drift? Dubai gibt auf jeden Fall stabile Frauen, muss man drüber sagen. Nein, also stabile Frauen im Sinne von, die sind halt gut gebaut. Wenn du den Körper nicht fit hältst, dann hält der Körper dich nicht fit. Würdet ihr sagen, wenn man hier runterspringt und sich... Heftig aus. Bro, bei so Sachen habe ich hohe Paras. Ich schwöre, ich bin eine hohe paranoide Person. Überall, wenn es Gefahren sind. Like, I don't feel safe, you know. Ey, das ist hohe hoch. Eigentlich so Höhenangst habe ich schon nicht. Puh. Sheesh. Das ist hoch, Alter. Aber es sieht fire aus mit diesen mit den blau-goldigen Dinger. Unten abrollt. Ich sehe gar kein Problem. Dieses Hotelzimmer hat einen Spiegel über dem Bett. Oh, shit, you know. Meine Bitch am... You can look up for the sky and you see yourself on a bit. Shit, you know. Yes, sir. Yes, sir, Alter, boah, das ist heftig. Wohl oder übel, das beste Feature. Warum? Hier soll es anscheinend die besten Chires geben. Da freuen wir uns natürlich sehr, sehr drauf. Es geht mir jetzt nicht darum, jetzt irgendwie hier eine Frau abzuchecken oder sowas. Ich will einfach nur... Okay, arme Frauen sind wirklich, die sind parat, Alter. Und die, es gibt viel von denen, die richtig Gym durchziehen, and you know, you see them on the back, you know, you feel me. Wirklich sehen, ob diese Chires halt hier sind. Weil mich interessiert halt einfach so der Werdegang von diesen Chires. Aber dort, wie dem Hotel, hängen die nur so Gold Diggers und so. So OnlyFans Dads und so. Richtig, oder? Also es ist sozusagen eine Studie. Ja. Die ich halt für mich selber persönlich... Ja, ich seh's, ja. Hier ist übrigens noch ein GG-Store, also falls jemand hier vorbeikommen will, Grüße von mir sagen, dass ihr von mir da seid. Die kennen mich zwar nicht, trotzdem machen. Ich persönlich habe mich heute dazu entschieden, eine Short-Position auf den Kryptomarkt zu attackieren. Ich habe 200 Euro eingesetzt und binnen einer Stunde habe ich mein gesamtes Geld verloren. Futures relevant. Because the future is pronouncing. Welcher Mensch lässt einfach seinen Koffer da und fatzt einfach nach Hause und sagt, ach bo- Yo, what the fuck? Der hat einfach... Ich check nicht, wieso Leute so viele Schuhe mitnehmen. Bro, man. Nimm maximal 2 Paar mit, aber Bro, you violating, bro, you violating. Bruder, ich hol den beim nächsten Mal ab. Hä? Ich möchte am Ende mich nochmal ganz kurz hier hinsetzen, nochmal so ein kurzes Fazit über diesen Trip ziehen. Ich möchte mich erstmal krass bedanken, dass überhaupt die Möglichkeit besteht für Leute wie uns, im Winter über einen längeren Zeitraum wegzugehen und die Sonne zu genießen. Und ihr wisst, wie sehr ich die Sonne liebe. Ich möchte auch eine Sache in Bezug auf die Vlogs sagen. Ihr müsst euch überlegen, die Vlogs sind immer Highlights von dem, was wir in dem Zeitraum erlebt haben. Und vielleicht scheint euch das ein oder andere, was wir da machen, extrem oder teilweise auch zu viel. Aber ich möchte euch mit Gewissheit sagen, dass wir, vor allem, ich spreche da jetzt mal für mich, dass ich sehr entspannt bin und dass ich auch nicht die ganze Zeit am Saufen bin. Natürlich haben wir eine geile Zeit, natürlich haben wir Spaß, aber auf der anderen Seite... These niggas drinking every day. Ich schwöre, die sind safe jeden Tag am Saufen. Vor allem, wenn der Ron sich dabei ist, Alter. Bro, dann gibt's keine Pause beim Saufen. Der sich ist drunk 24/7 in this bit. Gehe ich natürlich auch dahin, um halt die Vlogs zu machen, um halt den Beruf, den ich zum Glück ausüben darf, dem einfach... Schon mal ohnehin habe ich mehr Vlogs machen sollen. Ich sage euch einfach, im Moment, mein Lifestyle ist einfach nicht so spannend, weil ich bin einfach... am Arbeiten jetzt, komm heim, mach Videos, geh ins Training,
und fertig. Und das so ein bisschen jeden Tag. Außer so ein bisschen am Wochenende könnte ich schon so Vlogs machen. Aber dort bin ich halt meistens halt andere Content am Drehen. Ja, aber schreibt mal unten rein, falls ihr Bock hättet auf Vlogs. Und je. Nachzugehen. Ich hoffe, bei vielen kommt es jetzt nicht so rüber, als würden wir jetzt auf alles scheißen und uns jeden Tag besaufen. Geht einfach oft auch um den Unterhaltungsfaktor. Ich verstehe mich sehr, sehr krass mit Ron. Ich connecte mit dem Typen eigentlich fast wie mit einem Bruder. Ich denke, das ist, was in den Vlogs passiert, in jedem Moment passiert, in dem wir unterwegs sind. So, das muss auch einfach mal dazu gesagt werden. Wir werden auf jeden Fall demnächst wieder einen Trip machen, wo wir unterwegs sind. Vielleicht kommt diesmal auch mal Sascha mit und so. Ich freue mich unglaublich. Mir macht es gerade so viel Spaß, diese Vlogs zu machen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Obwohl, lasst es lieber bleiben. Wenn ihr auf Instagram eingebt, gin_gmbh, kommt ihr auf die Firmenseite von uns. Dort gibt es Stellenausschreibungen. Bewerbt euch bitte auf gar keinen Fall auf irgendeine von dieser Stellen. And you're realizing, but you're realizing that you, the opportunity. You know, I'm a good editor, you know. You hear me? Hit me up, you know. Hit me up, yeah. Okay. Nein, das Video ist eigentlich schon fast fertig. Ist ein geiler Vlog gewesen. Nicht so eine Eskalation wie die anderen. Das war jetzt eher so ein Tranquilo gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt unten rein, auf was ich sonst noch reacted habe. God damn, Alter. Check mein Instagram, check mein TikTok, @mejorfrancisco. It's your boy, and I'm out. Peace!